Warum nicht? It's a birthday after all. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Ihr habt mich lange nicht mehr in Persona gesehen, aber jetzt seht ihr mich in Persona. Wir sprechen heute über John Wick. Also, es gibt 3 Teile. So. Jetzt muss ich erstmal erwähnen, dass ich den ersten Teil etwas unvorsichtig abgewirtschaftet habe. Ich fand den blöd, als ich ihn zum ersten Mal angeschaut und rezensiert habe. Weil ich fand diese Prämisse einfach sehr affig, dass ein Typ einfach Rache nimmt an einem ganzen Syndikat, nur weil die den Hund getötet haben. Ja, ich meine, das war das Geschenk von seiner toten Frau an ihn, damit er nicht batshit crazy geht. Das ist mir schon klar. Ich fand es am Anfang total bescheuert, gebe ich zu. Und ich möchte jetzt auch mein damaliges alter Ego revidieren, denn der erste John Wick ist pretty fucking awesome. John Wick ist ein Auftragskiller, der vor dem ersten Teil gesagt hat, ich höre auf damit. Und dann ist es so, dass sie seinen Hund töten und er ist natürlich das letzte Überbleibsel von seiner Frau. Aus dem Grund sagt er, ich komme zurück und bringe alle um. So, das ist im Endeffekt der Plot vom ersten Teil. Der zweite Teil wird sehr, sehr kompliziert im Vergleich zum ersten. Also, dass man also diese Untergrundwelt von diesen ganzen Auftragskillern, dass man die sehr, sehr ausfleischt. Aber irgendwie war das sehr confusing für mich. Also, ich habe den Film verstanden, aber da kam einfach sehr, sehr viel auf mich drauf, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, ja, das... Okay, wann platzen wieder Köpfe? Und dann in Teil 3 geht der Film wieder in eine Streamlining Tradition, also da wird er wieder sehr simpel, also sehr einfach und vor allen Dingen sehr, sehr cool. Das ist jetzt sehr, sehr blöd ausgedrückt und sehr, sehr plump. John Wick ist Porno und das ist Action-Porno. Es ist Porno, weil, vielleicht können sich die Jüngeren nicht daran erinnern, weil die immer straight zu YouPorn gehen, früher gab es Pornos, die hast du dir geholt, ja, und die hast du dann angeschaut und es gab immer eine Handlung in ganz vielen Anführungszeichen und dann gab es immer den Sex. John Wick ist, würde ich sagen, Action-Porno, weil du wartest immer darauf, dass eben die Action losgeht. Also ich meine, das hatten wir eigentlich davor, also davor hatten wir das eigentlich noch nie, dass irgendwie ein Actionheld rumgegangen ist und er hat einfach jedem in den Kopf geschossen, bum, 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 bum. Und dann warten wir darauf, dass das im nächsten Film wieder passiert. Und dann warten wir, dass es im nächsten Film wieder passiert und dann warten wir, dass es im nächsten Film wieder passiert. Ich finde das großartig, dass man einfach mal zeigt, was Actionfilme können. Kompromisslose Gewalt einfach mal darzustellen, wo ich habe viel gesehen, ich habe viel Shit gesehen, was Filme angeht. Also ich habe viele brutale Szenen gesehen. Aber so ein paar Szenen, vor allen Dingen in John Wick 3, da habe ich mir auch gedacht, oh, fuck. Oh, Jesus.
Weil die Actionsequenzen in John Wick sind absolut atemberaubend. Ich muss nur kurz den Kamerawinkel ändern, weil meine Kamera hat leider den Geist aufgegeben, ja, was die Akkustärke angeht. Aber ja, ich sprach über die Actionsequenzen. Diese Actionsequenzen sind mitunter das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Also das ist unfassbar geil, weil auch also mitunter diese Directors und die Producers von dieser John Wick Reihe, das sind Stunt Coordinators, also das sind Stuntmänner. Also die haben eine sehr große Ahnung, wie eine Stuntsequenz aufgebaut sein soll. Und das sieht man, weil diese Stuntsequenzen sind irrsinnig spaßig, irrsinnig cool. Und ja, ich habe mehrmals angefangen, schallend zu lachen, weil es gibt den ein oder anderen Kill, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße. Ich persönlich würde diese John Wick-Filme so bezeichnen: Was wäre, wenn Jackie Chan keinen Humor hätte? Also irgendein Jackie Chan-Film, aber ohne Humor. Also du hast immer dieses ja, und dann hast du theoretisch bei einem Jackie Chan-Film irgend so ein, aber nicht bei John Wick. Bei John Wick kommt dann Headshot. Eine Sache, die wahrscheinlich überhaupt nicht angesprochen wird bei einer Kritik zu dieser John Wick-Reihe, ist der Soundtrack. Vor allen Dingen in Teil 3, das ist mir heute aufgefallen, weil ich habe mir den dritten jetzt heute zum ersten Mal angeschaut und meine Fresse, da gibt es den ein oder anderen Kill, wo ich wirklich, habe ich schallend das Lachen angefangen. Es gibt eine Szene am Anfang und ich werde jetzt nicht zu viel spoilern. Ja, es ist in einer Bibliothek und ein Buch wird eingesetzt. Und, mein Gott, John Wick tötet jemanden mit einem Buch. Und das war so lustig. Ich wollte auf den Soundtrack zurückkommen. Der ist verdammt gut. Also, ich hab selten einen Soundtrack gehört, der, auch wenn das irgendwie nach Copy und Paste klingt, also dass man einen Beat hat, oder irgendwie sowas, und dass dann irgendwie nur jemand drüber spielt, so, es war ein verdammt geiler Soundtrack. Also, ich weiß nicht, ob das irgendjemand anderem auch aufgefallen ist, aber der hat einfach gepasst. Also, der hat auf die Stimmung drauf gepasst. Und es gibt auch im dritten Teil einen Abschnitt, wo es ein klassisches Stück gibt. Und dann wird dazu die Action im Endeffekt nachkomponiert. Also die Musik läuft und dann kommt die Action und der Schnitt und die Action, die sind im Endeffekt darauf abgeschnitten, also darauf abgetimed. Das war sehr geil. Ich muss auch gestehen, dass der dritte Teil ist mit Abstand der beste. Also ich meine, der erste war cool. Der erste war in Ordnung. Ja, okay, we kill all those people because they killed my dog. Der zweite war, okay, wir haben hier dieses Underground Network und dann kommt irgendwie Lawrence Fishburne mit rein. Ist übrigens ganz nett, dass Lawrence Fishburne und Keanu Reeves
mal wieder gemeinsam in einem Franchise auftauchen. Aber der dritte Teil, der bringt das ganze Ding zu einem... Also, es ist einfach so geil. Ich muss, was das angeht, auch noch Halle Berry ansprechen, bezüglich des dritten Teils. Die ist eigentlich nur kurz dabei, aber in der Zeit, in der sie da ist, macht sie das eigentlich verdammt gut. Vor allem diese Actionsequenzen. Und ich fand's persönlich, ja okay, das ist die Frage, ist das Trash, dass sie immer ihren Hunden sagt, wen sie angreifen soll? Also, Attack, Attack, brrr, und dann gehen die Hunde los. Ich habe gesagt, okay, this is pretty fucking funny. Sie spielt eigentlich auch okay für einen Film, der jetzt, naja, seien wir mal ehrlich, ein Film, der nicht so eines großen schauspielerischen Potenzials bedarf. Okay, ich werde das jetzt ganz kurz aufdröseln, weil ich nicht ausufern möchte in so etwas, wo ich sage, so diese Sequenz hat mir gefallen, diese Sequenz hat mir gefallen, diese Sequenz hat mir gefallen. Im ersten Teil, also das ist eigentlich ein rundes Ding. Im zweiten Teil, ja, der war so wischiwaschi, aber ich fand diese eine Sequenz geil in diesem Spiegelgang und dann so rumgehen, weil vor allen Dingen, ja, was die Kameratechnik angeht. Also das war sehr, eigentlich mitunter das Highlight des Films. Das Ding im dritten Teil, was irgendwie rausgeballert wurde in den Trailern, diese eine Sequenz, wo Keanu Reeves auf dieser einen Brücke in New York rumballert. Und diese anderen Typen kommen mit ihren Katanas, war nett, aber es war für mich nicht das Highlight. Also es war für mich nicht das Highlight des Films. Das Highlight für mich persönlich war dass sie am Schluss dieses eine Hotel verteidigen, also das Continental. Also das war irgendwie sehr cool, als man auch den, also diesen einen schwarzen Typen, also den Portier, also dass der jetzt auf der Seite von John Wick ist und dann die Pumpgun in die Hände nimmt und dann schießen sie einfach alle tot. Ja, why not? Why the fuck not? Übrigens in Teil 3, da gibt's eine Zeile. Es wird wahrscheinlich Filmfans aufgefallen sein. We need guns. Lots of guns. Ja, das ist eine Zeile, die ja auch schon vor 20 Jahren gesagt hat in The Matrix. We need guns. Lots of guns. So, abschließend kann ich sagen, die John Wick-Reihe ist fucking awesome. Der erste Teil ist super. Der zweite Teil, ja, okay. Der dritte Teil ist mitunter einer der besten Actionfilme, die ich jemals gesehen habe. Also ich werde jetzt keinen normalen Score hier raushauen. Würde ich einen normalen Score hier raushauen müssen, dann wäre das für die gesamte Trilogie und dann wäre das eine 7 von 8. Aber ansonsten, ja, ansonsten war es das. Was habe ich noch zu sagen? Richtig. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy Birthday. Tja, und ich wollte noch erwähnen, dass ich damals auch Actionfilme gemacht habe, die genauso aufgebaut sind wie John Wick. Und ihr habt jetzt vielleicht einen Clip, den ich euch noch ganz kurz zeige zum Schluss. Schöne Feiertage. Tschüss.